Heute in der Sendung Hilfe für Geflüchtete. Arzt und Bezirksbürgermeister Dr. Vidjahat Warreich berichtet über seine Reise an die polnisch-ukrainische Grenze. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die Bilder der Geflüchteten aus der Ukraine gehen um die Welt. Hier in Deutschland herrscht große Solidarität mit den Menschen in Not. Besonders engagierte sich mein heutiger Interviewpartner. Ich begrüße heute Dr. Vidjahat Warreich, Arzt und Bezirksbürgermeister hier in Bodfeld-Fahrenheide. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Herr Warreich, zuerst einmal, wie verfolgen Sie das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine? Was macht das emotional mit Ihnen? Ja, mir geht es da wie sehr vielen Menschen in Deutschland oder in Europa oder auf der ganzen Welt. Es erschüttert mich. Wenn wir uns überlegen, dieser Krieg dauert jetzt 4 Wochen an und die Bilder uns vor Augen führen, die wir tagtäglich sehen, Bombardements, Kinder, Frauen überwiegend, auch ältere, Kranke, die flüchten müssen, unter widrigsten Bedingungen, dann ist das emotional nur schwer zu ertragen. Sie reisten vor kurzem an die polnisch-ukrainische Grenze, um dort als Arzt Ihre Hilfe anzubieten. Gab es denn einen ausschlaggebenden Punkt, wo Sie gesagt haben, ich muss da jetzt hin? Ja, also abgesehen von dem großen Leid, also wir haben ja eine humanitäre Krise vor Ort. Und abgesehen von dem großen Leid, was wir jetzt dort erleben, wie gesagt, mit den vorwiegend Kindern und Frauen, die ja flüchten, weil diejenigen, die 18 bis 60 Jahre sind, werden in der Ukraine eingezogen, müssen, also die Männer vor allem, müssen zum Wehrdienst, müssen den Dienst an die Waffe antreten. Das heißt, es kommen nur Ältere, sehr Junge oder Kranke, und da eben Mütter, Frauen, über die Grenze. Und diese humanitäre Krise, die veranlasst uns, viele von uns ja gerade, irgendwie zu helfen, auf unsere Art und Weise. Und bei mir ist es so, meine Eltern sind selbst Anfang der 80er Jahren aufgrund religiöser Verfolgung aus Pakistan nach Deutschland geflohen, haben hier Asyl erhalten. Ich habe hier die Möglichkeit bekommen, in Deutschland zu studieren, Arzt zu werden. Und das ist jetzt sozusagen für meine Pflicht, erachte ich es meine Pflicht, auch in dieser Notsituation diesen Menschen vor Ort zu helfen. Meinen Eltern wurde damals geholfen, uns wurde damals von mir geholfen. Jetzt müssen wir, so ist mein Gefühl, auch vor Ort helfen. Das ist mit der Antrieb gewesen, der mich dazu gebracht hat, zu sagen, ich setze mich da als Arzt jetzt ein und helfe den Leuten, den Menschen, die als Kriegsflüchtlinge zu uns kommen. Hier vor Ort, wo die Leute ankommen, wird ja viel Hilfe geleistet von den Menschen hier in Hannover und auch bundesweit überhaupt. Dass sich Leute auf den Weg an die Grenzen machen, davon raten Hilfsorganisationen ja eigentlich eher ab. Wie konnten Sie Ihr Hilfsangebot denn überhaupt, ich sag mal, sinnvoll koordinieren? Ja, zunächst einmal die Solidarität der Deutschen insgesamt, aber auch innerhalb Europas, ja auch in vielen Teilen der Welt, ist sehr groß mit den Kriegsflüchtlingen, die zu uns kommen. Und das ist auch gut und richtig so. Was aber genauso wichtig ist, das sprechen Sie zu Recht an, ist, dass die Hilfe gezielt erfolgen muss. Aktionismus, bei allem Schmerz, den wir spüren gerade in dieser Situation, hilft uns nicht. Wir müssen die Hilfe gezielt und koordiniert an die Menschen bringen. Und ich selbst war vor Ort mit Humanity First, einer Hilfsorganisation, mit der ich mich mittlerweile seit 12 Jahren auch in anderen Teilen der Welt engagiere, unter anderem Afrika, Hilfseinsätze, medizinische Hilfseinsätze, chirurgische Camps und dergleichen. Und dementsprechend war das jetzt für mich auch sehr bedeutend zu sagen, okay, Humanity First hilft vor Ort aus, hat angefragt, sucht Ärzte. Habe ich mich auch sofort bereit erklärt, vor Ort zu helfen. Ja, als Arzt an der polnisch-ukrainischen Grenze, bitte berichten Sie uns, wie die medizinische Situation der Leute ist, die da Tag für Tag ihre Heime verlassen müssen. Was sind die typischen Erkrankungen, die Sie behandelt haben? Also ich war in Medica in Polen eingesetzt. Das ist einer der größten, wenn nicht der aktivsten Grenzübergänge derzeit zwischen Polen und der Ukraine. Polen ist die Außengrenze der EU, wie wir wissen. Und dementsprechend kommen dort sehr, sehr viele Menschen über die Grenze. Stand heute ist, dass wir etwa 3,7 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine haben. Und die meisten Menschen gelangen tatsächlich nach Polen, also in die Europäische Union. Etwa 2/3 der Flüchtlinge gelangen nach Polen. Und die Menschen, die dort ankommen, Sie sehen es in den Gesichtern schon, dass die Menschen, wie gesagt, überwiegend Frauen und Kinder, sehr erschöpft sind. Also völlig von den Kriegsleiden. Manchmal auch reisen diese Menschen 3-4 Tage aus der Ostukraine, aus Teilen Zentralukraine in den Westen, um nach Polen zu gelangen. Und das ist schon mal eine große Belastung. Hinzu kommt,
oder hinzu kommen die Traumata des Krieges. Viele müssen ihre Ehemänner, ihre Söhne oder Väter, Brüder in der Ukraine lassen. Viele haben sie auch schon verloren. Und das sehen sie den Menschen auch im Gesicht an, wenn sie über die Grenze treten. Medyka ist auch ein Grenzort, bei dem die meisten Menschen zu Fuß über die Grenze in die Europäische Union gelangen. Und jetzt ist es auch so, dass wir tatsächlich, wenn die Menschen auf die polnische Seite kommen, von der ukrainischen Seite, oftmals auch ausgekühlt sind. Jetzt haben wir heute etwas besseres Wetter hier in Deutschland. Das ist auch in Polen Medyka der Fall. Das Wetter wird etwas wärmer. Aber in den letzten Tagen waren es dort oftmals minus 10, minus 12 Grad. Und unter diesen Temperaturen, das können wir uns gut vorstellen, wenn man ständig draußen ist, wenn man 2-3 Tage draußen ist, leiden gerade Kinder auch Erfrierungen. Also das haben wir auch beobachtet an den Fingern, an der Körperperipherie, an den Füßen, dass dort Erkältungen auftreten, Atemwegsinfekte auch. Und neben der Erschöpfung aber auch dann Leute fallen, also stürzen auf der Flucht, sich Schnittverletzungen zuführen oder aber auch Infektionen haben. Und unsere Aufgabe und auch meine Aufgabe als Arzt war es vor Ort, diesen Menschen eine erstmedizinische Versorgung zu bieten, also diese Dinge auch zu behandeln und tatsächlich für die Menschen da zu sein. Und was wir auch als Humanity First vor Ort machen, ist den Menschen Essen geben, also warme Suppe, Tee, Chai, sagen auch die Ukrainer dazu. Also etwas, was zum Aufzuwärmen, weil das ist fast die halbe Medizin bei dieser Kälte, die wir gerade haben. Krieg und Flucht sind ja immer eine Ausnahmesituation und ich kann mir gut vorstellen, dass die medizinischen Standards dort anders sind, gerade als sie es hier in ihrer Praxis in Bothfeld-Fahrenheide gewohnt sind. Wie war die Lage vor Ort? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Tatsächlich ist es so, dass die medizinische Hilfe dort durch private Organisationen vor Ort geleistet wird, also NGOs. Und wir dort sicherlich derzeit keinen Stand haben wie im Vergleich bei einer Notaufnahme in einem Krankenhaus. Aber in einem vergleichbaren Zustand müssen wir hinkommen, weil es ist quasi wie eine Notaufnahme, wo wir viele auch diese erschöpften Menschen behandeln müssen. Und dahingehend ist unser Bestreben darin, diese Strukturen dort aufzubauen. Und ich hatte gestern erst wieder mit einem Kollegen telefoniert, sind auf einem guten Weg dahin zu kommen, dass wir qualitativ ein solches Niveau auch haben, dass die Menschen, die zu uns kommen, ob es jetzt die Diabetikerin oder der Diabetiker ist, der Hypertoniker, also der Patient, der Bluthochdruck hat oder andere Erkrankungen, der Allergiker, der Asthmatiker, dass wir diese Menschen zumindest erst versorgen können. Und derzeit, müssen Sie sich das so vorstellen, finden Sie die medizinische Behandlung in Zelten statt. Wir können dort vor Ort selbstverständlich keine Operationen durchführen. Das ist jetzt auch nicht unser Ziel, sondern wir haben etwa 30 Kilometer weit entfernt ein Krankenhaus. Dort transferieren wir die schweren erkrankten Fälle auch hin. Aber vor Ort geht es erstmal darum, diese Menschen erst zu versorgen, damit sie auch die Weiterreise antreten können. Sie haben Ihre Unterstützung an der polnisch-ukrainischen Grenze ja mit Fotos und Videos auch festgehalten. Schauen wir einmal gemeinsam rein. Ja, gerne. Also, ich zeige Ihnen mal eine Aufnahme, wo Sie Menschen sehen, die jetzt auf den Bus warten, der sie dann aus Medyka in einen Supermarkt bringt, einen ehemaligen Supermarkt, einen Supermarkt in Tesco, wurde im Zuge des Brexit zugemacht. Und die Menschen sind also schon auf der polnischen Seite hier angekommen und gelangen dann von dieser Seite in einen Bus. Und überwiegend ist es dort das Polizei und das Militär. Also der polnische Staat schafft in Form des Militärs und Polizei Strukturen, damit auch Menschen wie Menschenschmuggler, also Leute wie Menschenschmuggler und auch andere ominöse Gestalten, die es dort gibt, keine Chance haben, in dieser Not, gerade mit den Frauen, mit den Kindern, irgendwie etwas anzufangen, was sich nicht gehört. Ja? Und deswegen leistet der polnische Staat Großartiges, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Wenn wir uns noch mal zum Beispiel hier ein paar Aufnahmen anschauen, sehen Sie, ich zeige Ihnen das auch mal hier, dass die Soldatinnen und Soldaten oftmals dabei helfen, den Flüchtlingen Sachen zu tragen. In einem Arm oftmals ein Kind auf dem Arm haben, im anderen Arm dann das Gepäck oder auch den Hausrat. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Bild am Stand, wo wir hier die Flüchtlinge mit Tee und mit Essen versorgen. Ja, und das sind, wie gesagt, oftmals Zelte, die da vor Ort sind. Ein anderes Bild ist zum Beispiel hier, sehen Sie, hier hinten ist die ukrainische Seite und die Menschen kommen zu Fuß
hier diesen Weg entlang kommen auf die polnische Seite. Und hier zum Beispiel sehen Sie eine Familie. Ich habe hinterher noch mit denen ein Gespräch geführt, auch medizinisch versorgt. Es begrüßen zwei Kinder wieder ihre Mutter, die sie über mehrere Tage im Zuge der Flucht verloren haben. Aber auf der polnischen Seite, die Kinder sind jeden Tag immer zu Grenzübergang gekommen, haben sie dann die Mutter zum Glück wieder getroffen. Und das sind so emotionale auch Momente, die einen auch da mitnehmen. Und hier sehen Sie zum Beispiel auch ein Bild mit das, was ich vorhin gesagt habe, dass gerade auch nachts die Menschen kommen, sehr kühl ist und die Kinder dann dort essen, trinken und dann auch durch unsere Hilfe auch aufgewärmt werden. Gab es denn von der Grenze einen bestimmten Moment, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ja, also in der Tat, im Prinzip ist es so, dass es so drei Momente gab, die mir sehr in Erinnerung bleiben. Zum einen die große Hilfsbereitschaft, die es in Europa, auch gerade von den Polen in Polen, aber auch von deutscher Seite gibt. Ich habe vor Ort die Situation erlebt, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel im Ahrtal eine schlimme Jahrhundertflut hatten, die ja eigentlich vielerorts ganze Landstriche völlig zerstört, verwüstet hat, wo die Menschen ohne alles dastehen. Und so hat ein Fußballverein, der eigentlich auch große Teile oder fast alle seiner Spielflächen verloren hat, hat Care-Pakete zusammengestellt, in denen zum Beispiel Hygieneartikel drin waren, Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Hygienetücher, aber auch kleine Snacks, kleine Spielzeuge für die Kinder. Und mit diesen Care-Paketen, das waren so etwa 250, 300 Stück, hat man uns gebeten, diese auch vor Ort zu verteilen. Und das haben wir gemacht. Und was mir das gezeigt hat, ist, dass, obwohl die Menschen ja selbst sehr gelitten haben im Ahrtal, dass dort einige auch jetzt soweit waren und bereit waren, auch diesen Menschen in Not zu helfen. Das hat mich auch sehr berührt. Eine andere Situation, die ich vor Ort, die für mich auch sehr entscheidend war oder auch sehr mich geprägt hat, war die Situation, dass wir 50 Waisenkinder aus der Ostukraine empfangen haben auf der polnischen Seite. Und diese Waisenkinder haben ungefähr 2 Tage die Reise aus der Ostukraine angetreten. Das ist ein langer Weg. Und sind dann durch das Bombardement unterschiedlich aufgeteilt worden, verschiedene mittels Männer und Frauen, die sie dann immer einen Teil ins Land gebracht haben oder im Land weitergebracht haben. Und dann letzten Endes kam erste Kind irgendwann um 5 Uhr morgens und das letzte Kind kam um 23 Uhr, 4 Uhr, also 0 Uhr an bei uns auf der polnischen Seite. Und diese 50 Kinder, alle haben es geschafft, mussten aber auch erstmal versorgt werden, mussten von mir als Arzt einmal gesichtet werden und wurden dann, die meisten ging es gut, aber viele hatten dann Übelkeit auch, Erbrechen, Durchfälle, Bauchschmerzen. Also Dinge, die wir vor Ort auch behandeln konnten. Und mit dieser unserer medizinischen Unterstützung konnten wir diese Kinder dann auch weiter schicken nach Deutschland und nach Österreich. Eigentlich sollte es ja gar nicht sein, dass Privatleute wie Sie in solchen Notlagen Hilfe leisten müssten. Welche Forderungen stellen Sie an die Koordination der Erstaufnahmen an den EU-Außengrenzen? Also es ist ja oftmals so, dass bei internationalen Katastrophen und auch bei humanitären Krisen die Nichtregierungsorganisationen, NGOs, oftmals vor Ort sind und Hilfe leisten, neben der UN, WHO und auch dem Staat, der betroffen ist. Und das ist in solchen Situationen auch oftmals erforderlich. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die 2 Drittel der Flüchtlinge, die nach Polen kommen, also über 2,4 Millionen Menschen, die allein jetzt in den letzten 4 Wochen nach Polen gekommen sind, ist es auch schwierig für einen Staat, all diese Menschen alleine zu versorgen, sie über die Grenze zu bringen, sie auch dann unterzubringen. Das heißt, im Wesentlichen ist hier auch die Europäische Union gefragt. Das ist eine EU-Außengrenze, Polen ist Mitglied der Europäischen Union. Und die Aufteilung der Flüchtlinge auf Europa, aber auch die Hilfe vor Ort, müsste also dahingehend viel stärker auch organisiert und auch unterstützt werden. Und da muss ich wirklich sagen, sind gerade auch die privaten Hilfsorganisationen, wo es ganz unterschiedliche gibt, aus Deutschland, aus Polen, aus der ganzen Europa auch, und die vor Ort diese Hilfe leisten. Und ohne die NGOs wäre das vor Ort eigentlich fast nicht möglich machbar. Wie gesagt, der polnische Staat schafft sehr viel gerade und organisiert über die Soldaten, Polizei und so weiter den Transfer der Menschen zu den Verteilungsstützpunkten, die Regierung aufgebaut hat, und natürlich auch die Registrierung. Und damit ist aber auch hat der polnische Staat gut zu tun. Sie haben es gerade schon gesagt, die Menschen, wenn sie von dem Krieg fliehen, kommen erstmal an den ukrainischen Nachbarländern. Aber von dort aus geht es noch weiter. Es ist ja noch nicht das Ende der Reise für sie.
Sie kommen weiter Richtung Westen und landen dann zum Beispiel auch hier in Deutschland, in unserer Stadt Hannover zum Beispiel. Wenn Sie hier ankommen, wie geht es denn weiter für die Menschen? Also die Landeshauptstadt Hannover hat auch aus den Erfahrungen von 2015, sagen wir mal, jetzt auch gelernt, was damals nicht so gut geklappt hat. Diese Fehler haben wir dieses Mal nicht wiederholt. Die Landeshauptstadt Hannover hat schon frühzeitig in der Messe zum Beispiel größere Unterkünfte bereitgestellt, auch mit dem großartigen Einsatz der Feuerwehr, auch der freiwilligen Feuerwehr, das muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Feuerwehrfrauen und Männer, die innerhalb von wenigen Stunden wirklich Großartiges vor Ort geleistet haben im Messegelände, auch Spielparks, Spieldörfer in den Messehallen aufgestellt haben. Und dort werden die Menschen erstmal jetzt untergebracht. Erstmal. Wir dürfen nicht vergessen, viele sind traumatisiert, erschöpft. Einige sind auch, wie gesagt, erkrankt unterwegs. Um die muss man sich erstmal vor Ort kümmern. Also medizinische Versorgung, um die Registrierung. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es geht ja darum, dass die Menschen wirklich in einem völlig neuen anderen Land sind. Und im nächsten Schritt geht es ja auch darum, die Kinder, die vielen Kinder. Also man schätzt aber meistens mittlerweile auch, dass 40-50% der Flüchtlinge Kinder sind. Und diese Kinder müssen ja irgendwie auch, wenn sie hier ankommen, auch abgelenkt werden. Das sind immer Kinder, die müssen spielen, die müssen irgendwie beschäftigt werden. Ja, die können ja nicht den ganzen Tag im Messehallen sitzen. Und dementsprechend gibt es vor Ort auch Spielgeräte. Auch die Kinder spielen untereinander, gibt ein kleines Fußballfeld dort. Also da sind wir gerade sehr bemüht, auch als Landeshauptstadt, dafür zu sorgen, dass diese Menschen, wenn sie schon diese schlimmen Erlebnisse haben, dass sie hier gut versorgt werden und erstmal gut ankommen. Das ist zumindest diese Notunterkünfte, die temporären, die wir erstmal haben. Und dann müssen wir diese Menschen natürlich auch noch weiter versorgen. Was können wir denn als Zivilgesellschaft tun, um den Menschen in Not hier vor Ort zu helfen? Also ich denke, die Landeshauptstadt ist eine gute Adresse, wenn Sie zum Beispiel als Einwohner oder sagen wir mal, Hilfe leisten wollen und Sachspenden beispielsweise haben, dann bringt es wenig, diese, wie ich eingangs schon sagte, unkoordiniert irgendwie an die polnische Grenze zu bringen. Oftmals ist es ja so, dass die Hilfe, das habe ich auch erlebt, dort einfach in großen 40 Tonnen abgeladen wird. Die Hilfsgüter, die sind dann da verteilt auf dem Platz und dann regnet es einmal und dann sind die Hilfsgüter dahin. Das heißt, die Hilfe muss koordiniert stattfinden und so muss es auch hier bei uns vor Ort in Hannover laufen. Also ich würde empfehlen, wirklich sich an die Landeshauptstadt zu wenden, zu fragen, was wird gebraucht. Das kann man auch online nachlesen und diese Sachspenden sozusagen abzugeben. Und was sich natürlich auch anbietet, ist, wir haben Vereine, die gerade jetzt auch in dieser Krise ukrainischen Geflüchteten oder allgemein Geflüchteten unterstützen. Und diesen Vereinen kann man sicherlich auch Geldspenden zukommen lassen. Ja, Dr. Vejahat Varech, Arzt und Bezirksbürgermeister hier in Bodfeld-Fahrenheide, haben Sie vielen Dank für Ihr Engagement und für Ihre Zeit für das Interview. Ja, vielen Dank auch. Und das war's für heute mit 0511. Morgen sind wir dann wieder mit einer regulären Ausgabe für Sie da. Alles Gute und bis dann.